Okay, wir sind sofort da. Bar 1 gibt's Ärger. Es gab eine weitere Prügelei. Kurzerhand setzen die Türsteher die Streithähne an die frische Luft. Ihr habt hier zwei Knappen. Und natürlich hat keiner angefangen. Wir tanzen, bla bla bla. Und dann kommen 14- oder 15-Jährige, haut mir einen auf den Kopf. Und dann will ich erstmal das mit den Regeln, mündlich. Dann kriege ich noch einen mit dem Kopf auf die Nase. So, dann wehre ich mich einmal. Dann kommen sie weiter an, hängen und dann kommen die Türsteher und schmeißen mich hier raus. Die gegnerische Seite hat es ganz anders erlebt. Was war denn dein Freund? Wieso steht das nicht? Ich war ja dabei. Nein, guck mal, ein Freund von mir hat ihn irgendwie angerempelt. Plötzlich kommt er zu mir und hat mir voll die Faust gegeben, richtig hier rein. Bumm. Ich gehe zurück, dann hat ein Freund von mir ihn gehauen irgendwie. Und dann meint er, ich war das und hat mir noch eine gegeben. Gerade eben draußen wollte er mich schon wieder hauen. Wir wissen auch nicht ganz genau, was da oben passiert ist. Deswegen haben wir beide Parteien rausgeschmissen. Pass bloß auf da hinten. Der blonde junge Mann hat noch nicht genug. Ja, komm mal, was denn? Er pöbelt munter weiter. Der Rest ist Kinderkram. Kinder, gleich so ein Arsch, dass das Spiel aus den Ohren läuft. Immer irgendwelche Leute machen Stress, ich hasse das, echt. Du hast Hausverbot. Wie lange denn? Für immer. Ach, für immer? Dann muss ich mir wohl eine Perücke kaufen oder so. Kann man versuchen. Oder eine andere Diskothek besuchen. Oder so. Wird nichts? Ja, ich muss sagen, die Musik ist sowieso für den Arsch bei euch. So eine Scheiße habe ich noch nie erlebt, ey. Egal in welcher beschissenen Scheißdisco ich war. Human Maslak hat heute Nacht noch einen zweiten.